Hallo, herzlich willkommen zurück zu Hearthstone mit dem Maru, Kapuzenwurm und der Liana. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo. Ja, du musst nochmal Hallo sagen. Hallo. Okay, jetzt ist es aber besser. So. Hallöchen. War noch besser? Ja. Ja, letzte Folge von. Genau, die Liana haben wir gar nicht gefragt. Liana, hast du die Sonnenfinsternis angeschaut? Ja, was man so bei uns schauen konnte, ne? Na, hast du so eine Brille oder? Nee. Ne? Aber bei uns hat man das gar nicht so gesehen. Ich hatte Maru mal ein Bild geschickt von heute Morgen bei uns. Also das war eher so, ja, mehr irgendwie War neblig, bewölkt. oder? Ja, Ja, es war ja. Aber neblig. bei euch, bei uns war schön, aber ich habe es im Internet gesehen, dass Aber ich bei habe es euch. im, die haben es im Dings gezeigt, Es gab in einen den Livestream. Nachrichten. In Nachrichten haben sie es gezeigt bei Ach uns. so. Aber ich hatte auch wenig Zeit, da zu gucken, weil mein Sohn, sein Zimmer sah ein bisschen komisch aus und dann habe ich da ein Sah bisschen. komisch aus. Ja, ich sag mal, es sah so aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Und dann habe Oh. ich das da etwas Da hast du die anders gemacht. Hand Ja. gehoben Und habe gesagt, ich und räume es jetzt auf. genau. Aussortiert. Alles das, was kaputt ist, ab in den Müll. Na, ich habe es ja auch im Livestream angeschaut. Ich hatte keine Brille. Meine Oma ist so ein Mensch, die hebt halt immer diese so viele Sachen auf, das was gut ist. Ich bin auch so ein Mensch. Aber sie hat damals die Brille von 1999, die originale Sonnenfinsternisbrille von 99, steht sogar noch oben, hat sie aufgehoben und demnach hat sie auch ja, demnach hat sie die noch gehabt und dann habe ich aber sie halt angerufen und gesagt, Oma, bevor du in die Sonne schaust, kontrollier, ob da kein Loch in der Brille ist. Weil du kannst dadurch blind werden. Weil du schaust ja dann wirklich in die Brille rein, aber die Strahlung geht ja trotzdem durch. Und deswegen solltest du halt aufpassen, wenn die Löcher hat oder so, dann solltest du es, weil die UV-Strahlung geht ja trotzdem ins Auge. Nicht das Geilste fürs Auge. Muss ja vor allem der Versuchung widerstehen, zum Beispiel auch so Schweißerbrillen und sowas, die bringen ja gar nichts. Denkst du nur, ach, ist dunkel, das passt schon. Echt? Scheiße, bringt nichts. Die haben keinen UV-Schutz. Oh Du shit. kannst, Eine du Freundin siehst von einfach. mir hat heute im Internet Ja. geschrieben, hat heute geschrieben, dass sie, weil sie in der Werkstatt war und da haben sie coole Schweißerbrillen und da hat sie durchgeschaut, hat sie gemeint. Hast. Natürlich, es ist nicht direkt schädlich oder sowas, aber Nein, ich meine, es es geht ja wird nur um. darum, du musst jetzt, um es sozusagen um bloßen Auge zu sehen, halt reinstarren und die Augen nur noch fokussieren. Dann da kann natürlich das extreme UV-Licht reinkommen. Ja, ich bin mir sicher, also du musst es jetzt nicht irgendwie, also gut reden ist das falsche Wort, aber es wird schon Arsch sein für ihre Augen. Ne? Also es gibt ja auch diesen Trick, dass du durch eine CD durchschaust oder so. Ja auch, aber das hat ja auch keine UV-Dings, ne? Mehr als meine Augen jetzt schon kaputt sind, können sie ja nicht werden. Meine Augen sind super, ich bin froh. Ich habe echt Meine gute nicht. Augen. Ohne Brille kann ich genauso viel sehen wie ein Maulwurf am Tage. Nämlich gar nicht. Ah, also ich bin recht froh. Ich hatte immer recht gute Augen und damals, wie ich bei einer Prüfung war, war ich beim Augenarzt und da hat dieser Arzt gesagt, ihre Augen sind so gut wie von den Falken, besser geht's gar nicht mehr. Und obwohl ich eigentlich voll meine Augen schände, indem ich einfach halt lange am PC sitze. Maro, verwendest du deine Guna-Brille eigentlich oft? Weil du hast sie ja. Seltener. Seltener? Ich nehme es eigentlich nur, wenn ich konzentriert auf den Bildschirm starten muss, also wenn ich zum Beispiel CSGO spiele oder sowas oder Okay, arbeite. weil ich will mir auch eine holen. Doch, der muss weg. Und jetzt wollte ich aber wissen, wie das in der Praxis ist, ob du es jetzt schon öfter verwendet hast oder eben nicht so. Weil, wie gesagt, das ist immer so, am Anfang ist man vielleicht motiviert, hat es jeden Tag auf, wie bei einer Zahnspange. Und dann aber später, wenn man es dann länger oben hat, dann denkt man sich, dann ist es vielleicht nicht mehr so nice, ne? Dachte ich Es halt. ist halt auch für mich irgendwo extrem ungewohnt gewesen, weil ich bin immer kein Brillenträger. Ja, ich auch nicht. Ja, klar, boah, das ist so lästig, weil dann schwitzt du darunter immer, gell? Lol, hat aufgegeben? Na ja, klar, er hat nichts, um die Dinger wegzumachen. Naja, mein Problem ist halt, ich weiß nicht warum, aber die Brille habe ich dann, als ich dann zu Silvester weggefahren war. Obwohl ich die Brille dann schon seit 2 Wochen nicht mehr aufgehabt habe, habe ich die ganze Zeit die Brille auf der Nase gefühlt. Also auf den Nasenflügeln Echt? so. Lol, das ist so ein.
Warte, wie heißt das? Phantom. Phantom. Eine Phantombrille. Nein, nein, es gibt ja diese, wenn dir eine Hand abgehackt wird, Phantomschmerzen oder wie ist das? Ja. Dass wenn dir eine Hand, sag mal, du, dann fühlst du das noch. Deine Hand noch fühlst, weil die Nerven noch irgendwie drauf sind. Aber du hast keine Hand mehr. Und Schmerzen, ist das wirklich Phantomschmerzen? Weil es sind ja keine Ja, Schmerzen. doch, Phantomschmerz doch. heißt das, ja. Okay. Du fühlst ja in dem Moment Schmerzen. Das ist halt auch so eine creepy Story. Es ist schon schlimm genug, wenn du Schmerzen in deinem nicht vorhandenen Arm mehr fühlst. Aber was ist, dann geht in deinem Kopf vor, wenn dir kalte Finger über deinen Arm dann streichen, wenn du nicht mehr hast und du das fühlst? Bist du von einem Teufel besessen wahrscheinlich oder so? Was soll es sonst sein? Erklär es mir. Es kann nur der Teufel sein. Jeden Fall sehr creepy, ey. Ja. Allgemein so die ganzen Horrorgeschichten. Ich gebe dir mal meine Brille, mal gucken, wie viel du dadurch siehst. Nämlich nichts. Ja, Das Schöne ist, du kriegst es dann noch nicht mal bezahlt, obwohl du schon wirklich nichts siehst. ein Kumpel von mir hat gemeint, du zahlst eigentlich. Du Ich glaube, die zahlst braucht. eigentlich? Dein Mikrofon ist, glaube ich, ein bisschen zu unempfindlich eingestellt gerade. Meins? Man hört nur die Hälfte von dem, was du sagst. Echt? Ich hab mich Es kam schon. gerade nur die Hälfte an. Ah, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Ding und deinen Kollegen, der da irgendwas Ach so, ja, ein hatte. Kollege von mir. Ja, genau, der meinte, der hat mal gesagt, so, du bezahlst eigentlich dafür, wofür dein Körper dich eh schon bestraft, zahlst du noch einmal. Was Ja. eigentlich witzig ist, aber stimmt. Segen Ja, der wenn ich Könige, mal so lang nicht mehr überlege, gesehen. ich könnte mir jetzt, ich habe ja zwei Brillen, ich habe ja eine Ersatzbrille und eine normale, dass wenn halt meine kaputt geht, dass ich dann immer noch das Glück habe, dann, ne? Aber im Endeffekt, ich habe jetzt für beide Brillen mal eben über 1000 Euro hingelegt und dann könnte ich auch hingehen und kann zur OP gehen und kann, und dann brauche ich das nicht mehr, weißt? Ja. Und bei minus 6,25 sollte man dann doch irgendwo fragen, ob das denn nicht doch irgendwo notwendig wäre, da mal irgendwo zu helfen. Aber anscheinend sieht die Krankenkasse das anders. Ja, die Krankenkasse wird generell belastet, auch von. Weiß nicht, die Krankenkasse ist so ein Verein, die wahrscheinlich eher in Richtung Amerika gehen wird, dass du dir das alles selber zahlen musst irgendwann mal. Weil Ja. ich. Ha? Gab's nicht? Doch, ich denke schon, weil im Endeffekt, ich muss für meine Brille, ich muss alles selber bezahlen. Ich muss das Nein, Gestell und aber ich meine glaube, auch die Gläser. Krankenkasse wird in Zukunft in die Richtung gehen und Und das vielleicht weiß ich nicht, manche Schäden nicht mehr be. keine Ahnung. Glaube ich, kann man gut vorstellen. Was denkst Aber du, Marc? okay, ich bin ja noch familienversichert über meinen Nochmann, muss ich meine Krankenkasse auch selber bezahlen. Da kommt keiner hier und zahlt mir die. Ja. Aber sobald das alles hier durch ist, dann wechsle ich eh die Krankenkasse. Warum? Weil ich mit der Krankenkasse, die ich jetzt habe, einfach nicht zufrieden bin, weil die der Meinung sind, dass mein Sohn, er trägt ja Orthesen. Was Und ist das? Orthesen sind sowas Ähnliches wie Prothesen. Er ist ein extrem Zehenspitzengänger, also wie so eine prima Ballerina. Echt? Ja. Was Jetzt gibt's? nicht mehr. Also es ist ja schon seit letztes Jahr bekannt, dass er das hat. Und der Kinderarzt halt einfach zu spät festgestellt hat, dass er da irgendwo Hilfe braucht, spezielle. Und es kurz vor einer OP stand. Er hätte dann an beiden Sehnen operiert werden müssen. Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Und ja, die Krankenkasse ist halt der Meinung erst gewesen, dass er die Orthesen nicht benötigt, weil es wäre ja normal bis im Schulalter, dass Kinder auf Zehenspitzen laufen. Das Ja. ist aber ein komischer Arzt. Ja, der Kinderarzt meinte, es wäre normal, weil wenn du klein bist, wenn du anfängst zu laufen, läufst du automatisch auf Zehenspitzen. Das macht jeder. Das ist Okay. normal. Aber du benutzt die Ballen mit und nicht die normalen Zehenspitzen. Okay. Das tut ja weh. Wenn ich mich jetzt auf Zehenspitzen stellen würde, würde ich nach einer Zeit automatisch runtergehen, weil es schmerzt. Ja, klar, und der macht das So, weiter, und oder was? er hat es halt gemacht. Er ist damit gerannt, alles. Auf Warum? Zehenspitzen. Ja, weil die Sehnen verkürzt waren. Er Okay. konnte nicht runter mit den Füßen, also er konnte nicht so normal die Füße aufstellen wie wir. Was er Boah. jetzt natürlich jetzt kann. Er kann's. Ja. Dadurch, dass er ja medizinische Hilfe jetzt gekriegt hat. Es stand sogar schon zur Debatte, dass er Botox gespritzt kriegt. Was? Ja.
Er ist noch so jung. Ja, Braucht zum sowas Glück gar braucht nicht. das nicht. Ja, Ja, Botox ist ja ein Nervengift. der hat doch noch keine Falten, der Junge. Was ist Es das für geht sich. Ärzte? Nein, 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 nein. Ja, ich Es hat weiß, ja war ich nichts mit dem falsch. Falten zu tun. Es ist ja das Nervengift, was dann in dem Moment halt die Nerven lahmlegt, Ja, dass ich du keine weiß schon. Schmerzen hast. Ja. Aber er braucht es nicht, Gott sei Dank. Er ist jetzt 3, er läuft wie ein junger Gott und da bin ich auch ganz froh drum. Klar Also sind halt immer noch Termine da, aber. ich brauche schon Botox. Botox, wie was Ist denn? schon soweit? Ich brauche immer Botox. Ich Warum verdiene das gehen wir niemals. wieder? Wann gehen wir Oh. wieder? Nächste Botox-Behandlung ist. Ja, wann willst du wieder gehen? Also bei mir, da hängt schon wieder was, muss ich sagen. Ist mir so schlimm geworden bei Ist dir? Oh wieder Mann. Da musst du unterm mal einen Kinn Doktor. hängt, sage ich dir. Ich könnte. Hast du Liefer? Nein, Mau, du hättest vielleicht. Ich trau die Bombe nicht, tut mir leid. Hey, Der war Mann. die schwarze Bombe. Bin den Schildtypen. Also, geht auch so. Aber er hat schade, die gefehlt. Ist richtig, hätte Bombe nur einmal treffen müssen, Wäre das der ist zu Dream gefährlich. gewesen. Müsst ihr eure Augenringe wegspritzen lassen, oder was? Ja, naja, das ist Ja. ja dieses viele Arbeit auch, gell? Da kennen wir uns ja beide gut aus. Ist halt Ah, schon. okay, nur ihr beide, ich nicht. Okay. Doch, doch, Ah, aber wir ja. gehen ja, wir machen ja immer zusammen die Behandlungen. Ach so. Deswegen. Ist schön zu wissen. Ja, aber die machen wir ja nur, damit wir schön sind für die Ach so, anderen. ja. Ja, Für, und ach, der für Ma andere. Na, ich mach's für andere, der Maro macht's für eine andere. Der Maro macht's natürlich nur für dich. Sagt er immer. Mach es ja Immer, natürlich nur ich für die sag eine. immer, ich gehe heute wieder für Liana schöner werden, sagt er immer. Kapuz, was sagst du? Wird er verfehlen oder wird er nicht verfehlen? Er wird nicht verfehlen. Er wird verfehlen. Also, ich glaube, dass er das Monster angreift. Okay, Schatz, was hast du? Ich sag, der verfehlt nicht. Ja, super. Einer von uns beiden hat recht, sag ich mal. Ist egal, wir haben so viel Leben. Okay, Ah, oh, doch. er verfehlt nicht. Okay. Bomber! Nein, den Bomber! Bomber spiele ich jetzt nicht. Hehehe. PC 130. Aber die Bestechung hat gestern noch gut funktioniert. Welche Bestechung? Ach, mein Sohn sollte eigentlich gestern um 7:30 ins Bett. Er ist mir aber gestern Mittag eingeschlafen, weil er keinen Mittag gemacht hat. Und gestern Abend hatte ich und Maro noch telefoniert, weil ging ja nicht anders. Und dann habe ich dann irgendwann um 9:30 gesagt, okay, du kriegst jetzt noch einen Joghurt und dann gehst du ins Bett und dann schläfst. Und das war dann auch so. Echt? Naja. Ja, das Problem ist, er war jetzt die Woche krank mit Lungenentzündung und musste dann halt zu Hause bleiben. Ja, und dann fehlt halt irgendwo die Auslastung des Kindergartens. Also, Er sitzt daheim wegen dir, oder er wie? ist zu, ja, nee, er ist zu Hause, weil er Lungenentzündung hat. Ach so. Er hat eine Lungenentzündung, darum muss er zu Hause bleiben. Wenn man, sag mal, verhandeln kann mit den Kleinen. Jetzt Das ist geht's natürlich. noch. Ja, später geht's immer noch. Du musst einfach nur einen gut genug Kompromiss für beide finden. Jetzt heißt es halt ein Joghurt und du gehst dann schlafen. Später heißt es dann ein Handy, aber dafür bleibst du brav. Ja. Oder? Das, was ich mir halt immer irgendwo vorstelle, ist halt wirklich, denn dass ich so. Also in der Grundschule brauchen sie kein Smartphone. Ich finde das so schrecklich, dass teilweise Kinder schon mit 6 Jahren ein iPhone haben. Ja. Ich habe dir Aber meinen es ist. Standpunkt dazu gesagt. Genau. Also Ja. ich finde so nach der Grundschule ist es okay, so ab der 5. Klasse, dann wissen sie, wie man damit umgehen können. Also, Wird. wann hat, da haben wir gleich schon mal geredet, aber Liana, wann hast du dein erstes Handy? Also, naja, du bist 16. ja. Ja, okay, ja, klar, ja, gut. Na, ich hatte mein Handy. Ich weiß noch. Oh, habe ich das schon mal erzählt? Warum mit meinem Handy? Mit meinem ersten Handy? Ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Da war ich so, also ich war also bei uns heißt es ja Volksschule und ich war vor der Schule so und ich wollte alleine nach Hause gehen. Das durfte ich nicht, weil ich wurde immer abgeholt, aber ich wollte mal alleine nach Hause gehen. Und dann wollte ich eben
Und ich stand dann vor der Schule und dann hat mir mein Papa an diesem Tag ein Handy mitgegeben mit einer Wertkarte. Und er hat gesagt, okay, pass auf, da und da drückst du und das nimmst du nur nach der Schule raus, nicht während der Schule. Das nimmst du nach der Schule, nimmst du das raus. Drehst das auf und rufst mich an, dass du jetzt losgehst und ich warte dann auf dich und sage, ja, okay, cool. So, und dann war Schule aus und ich gehe vor die Schule und wie der König habe ich mein Handy rausgenommen in der Volksschule. Und dann kam ein Mädchen vorbei, die Marina, die habe ich heute noch auf Facebook, und sagt noch zu mir, Michi, ist das ein echtes Handy? Und ich so, natürlich. Und ja, dann hatte ich halt dann angerufen und dann. Ja, habe ich halt dann angerufen, habe dann halt gesagt, ja, ich bin jetzt am Weg und dann habe ich unterwegs, habe ich dann nochmal angerufen, weil ich mich nicht mehr sicher war. Und er hat gesagt, ich hole dich ab. Und ja, aber das war meine erste und ich habe gesagt, nein, ich will allein nach Hause pendeln, allein nach Hause gefahren. So, das Ding ist aber, dass ich also in der Volksschule hatte ich das erste Mal, glaube ich, in der vierten hatte ich mein Handy, mein erstes, glaube ich. Und da, obwohl. Ah, könnte hinkommen. In der vierten vielleicht so. Ende der vierten Klasse. Da war ich vielleicht 11 oder so. Also auch recht früh. Aber. Ja. Na, ich war 16, wo ich mein erstes Handy gekriegt habe. Gerade, ich glaube, ich war nicht sehr alt, dass ich so ein richtig altes. Halt richtig, das Handy konnte halt nichts. Hatte nur irgendwie drei Klingeltöne und konnte anrufen. Hey. Ja, damals schon. Das ist ein altes Nokia-Handy, glaube ich, sogar. Ich hatte Hatte so das. ein Samsung, hatte ich. Keine Ahnung, auch so ein etwas älter. Also da konntest du auch so schon mit Jamba und so ein Scheiß konntest du das schon machen, aber. Ich hatte das. Mein erstes Handy war das 3210. Ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, mein erstes Was Smartphone habe kam ich mir jetzt 19? erst geholt. 1999 auf den Markt? 1990 kam ich in die Schule. Nee, oder? War das 97? Okay. Musst du rechnen, wie alt bist du? Wann bist du geboren? Du bist 23, hast du gesagt, Ja, du bist jetzt. ich glaube 98 bin ich in die Schule gekommen. Ah ja, wenn du 2 Jahre jünger bist als ich, ist das durchaus richtig, ja. Könnte man meinen. Ja. Gucken, wenn er jetzt keinen Hex hat, haben wir dann einen ziemlich guten Move diese Runde. Ah, hat's getopdeckt. Ah, ein Erdschock. Ist immer noch besser als die Alternative. Wann habt ihr euer erstes Smartphone gehabt? Das war das iPhone 3. Nee, mein erstes Smartphone habe ich mir, das habe ich mir gekauft, wo ich umgezogen bin hier nach Dortmund. Da habe ich mir mein allererstes Smartphone gekauft. Und das war dann das Samsung irgendwas. Keine Ahnung, jetzt habe ich ja das S3. S3? Ja, S3. Weil mein anderes ist ja kaputt gegangen, das musste ich hier S3. Mein erstes habe ich bekommen, also doch, ich habe es bekommen, als ich zur Bundeswehr musste dann, damit ich von der Abend nicht durchdrehe. Und dann doch irgendwo das halt einfach irgendwie Beschäftigung ist, wenn du dann alleine da sitzt, dass du irgendwas zu tun hast. Da war das Smartphone dann doch eigentlich ganz günstig. Und ich brauchte sowieso ein richtiges Handy zum Telefonieren. Da ging das dann. Aber ich glaube, ich das zweite iPhone, was es gab, also das nicht iPhone, sondern iPhone 3G. Ja, das hatte ich auch. Das iPhone 3. Es gibt ja auch das iPhone 2. Das hat keiner, das ist ein Das hat Mythos. keiner. Und ich hatte auch das 3er. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal beim Freund oder sowas ein Smartphone gesehen habt? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Wenn man so Also. drüber nachdenkt, in meiner Schulzeit gab es nicht die Smartphone-Kinder, sondern gab es halt die ganzen DS-Kinder und Ja, Gameboy-Kinder. ja. Ja, überleg mal. Ich bin 86 geboren. Also bei mir gab es das auch noch nicht.
Also wirklich mit diesen Smartphones in Berührung, ja, weiß ich nicht, mein Vater hatte sich dann irgendwann mal eins gekauft und ich fand es dann halt, wollte dann unbedingt auch eins haben, weil ich warte immer halt, bis mein Handy nicht mehr funktioniert. Vorher kaufe ich mir kein neues. Weil das interessiert mich dann noch nicht. Solange ich dann noch mit Schreiben und Telefonieren kann, ist alles gut und schön. Also, wenn ich nicht mehr der Coolste im Schulhof bin, kaufe ich mir ein neues. Erinnere mich Jetzt noch, damals haben ernsthaft? wir. Klar. Why? Nein, das ist nur ein Scherz. Ja, gut, das ist schon so. Guck jetzt ganz hinter sich, so, du seine 10 iPhones aneinandergereiht, so. Ja, wenn ich War nur dann ein alleine Scherz. mit meinem iPhone 6 Plus stehe und die anderen Kinder haben schon das Coolste, nur du kannst gar nicht schauen, dieses Handy Müll Ja, und ich bei komm, der Mama und sag: Mama, neues gib's Handy. doch zu. Du hast ja schon die Apple Watch in 10 Karat Gold da bestellt. Mein Vater Über hat schon 10.000. geschimpft, dass ich mir jetzt ein neues Handy Hast du das geholt habe. gesehen? Nein, ich, so ein Blödsinn gebe ich kein Geld aus. Nein, nein. Ich fände die, was jetzt hier, was wir vorgestellt haben, mit den Uhren, die dir so auf dem Unterarm das Display projizieren, viel interessanter als so eine komische Smartwatch. Ja, Smartwatch ist doch auch nur so. Das ist genauso wie die Google Glass. Und man versucht, wie könnte man die Dinge, die mal damals am Markt waren, jetzt nochmal cool und trendy machen. Aber ich würde sagen, Naja. da können wir nächste Folge darüber reden, weil das ist ja wirklich ein komplett neues Thema, oder? Können wir machen, ja. Also, ne? Dann. Wir waren gut, gib's zu. So. Ja, wir waren gut. Ah. Wir sind die Besten. Ja. Wir alle drei. Ja. Würde ich sagen. Ne? Er dachte schon, ich würde bei Tier 1-3 rausgehen. Dann steht es 4-2. Er dachte jetzt als Letzter. Haha. Ja. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.